Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Meine Aufgebrauchtüte platzt, deshalb drehen wir heute schon am 14.05. den ersten Teil für die aufgebrauchten Geschichten. Es platzt tatsächlich. Also ich muss ja auch schon zwei Dinge festhalten, beziehungsweise drei, damit die mir nicht gleich wegrutschen. Und deshalb drehen wir das Video. Es kann durchaus sein, wenn die Tüte sich jetzt nochmal bis Ende des Monats füllt, dass es noch einen zweiten Teil gibt im Mai vom Aufgebraucht-Video her. Genau, also hier sind auch Haushaltssachen bei, die ziemlich groß sind und das ist der Grund, warum die Tüte halt am Platzen ist. Genau. Wir fangen jetzt mal mit den Sachen an, die mir fast runterfallen. Ich habe hier eine Trinkempfehlung für euch und zwar von Starbucks, den Frappuccino, den Coffee Drink. Den habe ich bei uns bei Penny, ich glaube für 90 Cent oder so gefunden. Und da habe ich gedacht, ach, dann kannst du den mal ausprobieren. Das war mega, mega lecker. 250 Milliliter. Hier steht drauf, enjoy cold, shake well. Und so ein Teil zum Beispiel gönne ich mir ganz gerne auf einen Sonntag, wenn ich arbeiten muss, sei es hier im Homeoffice oder ich fahre ins Büro und ich muss arbeiten, habe ich ja immer gegen 10 so Dienstbeginn. Und ja, dann gönne ich mir einfach manchmal so ein Teil. Ne? Wir haben auf Arbeit halt auch Kühltränke und so weiter und dann kannst du das da schön lagern. Und ja, einfach mal was Besonderes oder ich fahre dann auch manchmal zum Bäcker und hole mir irgendwas Schönes, also ein Stück Kuchen oder so, ne? Also wirklich nur sonntags, wenn ich tatsächlich arbeiten muss. Und ja, ich muss demnächst eh nochmal zu Penny, da werde ich nochmal gucken, ob es die gibt. Und dann werde ich mir nochmal ein oder zwei davon mitnehmen. Fand ich sehr, sehr gut, hat mir gut geschmeckt. So, ich schmeiße das aufs Bett, weil aktuell die Waschmaschine läuft mit der Bettwäsche und ich das hier noch nicht. Also ich habe erstmal nur Kissen und Bettdecke, den Bezug für mehr gewaschen. Und das Laken mache ich nachher gleich und deswegen kann das da jetzt erstmal landen. So, dann habe ich hier ein Eis von der Firma Nui. Das ist ein Sorted Hazelnut and Tanzanian Coffee. Nach diesem Geschmack erstmal die Aufmachung wunderschön. ich habe mir das gekauft, weil es bei Penny im Angebot war für 1,85 Euro. Und ich eine andere Sorte sonst immer esse. Das zeige ich euch nachher gleich. Und dann habe ich mir die Sorte, die ich immer esse, mitgenommen. Dann habe ich die gesehen und habe gedacht, ach komm, probier mal. Und das ist für mich, also von der Sorte, also von der Marke her Nui, die machen für mich eines der besten, ja, eine der besten Ice Creams, die es halt so gibt. Ne? Und die Schokolade hier bei der ist zartbitter. Die Haselnussstückchen super, super lecker und auch ja, dieses Vanilleeis da drin und mit dem Coffee und oh Gott. Also alle meine Kaffeetanten, ich kann euch das echt empfehlen. Es ist super, super lecker. Kostet, wie gesagt, auch nicht, ja doch, es kostet viel. Also drei Stück, sonst 2,99. Ich habe jetzt 1,85 bezahlt. Das ist sogar für Vegetarier geeignet, steht hier oben drauf. Ja, fand ich gut und würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen, wenn es im Angebot ist. So. Dann habe ich von Airwick diesen Duftwachs leer gemacht. Hier steht neu drauf. Das ist aber nicht neu. Das ging schon vor, ich glaube, vor 2 Jahren bei DM aus dem Sortiment. Und ich hatte ja vorher nur so eine Duftlampe, wo man halt ein Teelicht unten reinstellt. Und dann habe ich immer so ein Stück davon abgebrochen und das reingemacht. Und jetzt war es halt angebrochen und jetzt wollte ich es gerne auch leer machen. Und ich habe ja von meiner lieben Nadine den Candle Warmer bekommen. Und da drin funktioniert das nochmal viel, viel besser. Und das hat mega gut gerochen. Also das heißt Tag am Meer und das ist mit Treibholz, Gischt und warme Brise. Ich habe keine Ahnung, was Gischt ist, aber ja, auf jeden Fall, es riecht echt gut. Es riecht auch durch die Verpackung und das ist so ein sauberer, frischer Wäscheduft. Aber doch so ein bisschen, ja, klare Luft wie oben hier, wie bei uns hier oben am Meer. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen, wenn es das nochmal gibt oder eine andere Sorte davon. Fand ich gut. Aber ich will jetzt erstmal alles aufbrauchen, was ich habe. Und dann, ne, weil ich habe jetzt noch so viele Sommerdüfte, die will ich jetzt erstmal aufbrauchen. Dann kommt ja nachher eh schon wieder fast der Winter. Und dann, ne, und so viel verdüftelt man ja auch nicht. Also bei mir brennt der Candle Warmer jetzt hier nicht 24 Stunden rund um die Uhr, ne? Sondern immer halt so ein bisschen, wenn ich meine, dass es notwendig ist. So. Was haben wir hier? Wir haben ein Waschmittel, habe ich leer gemacht. Das ist von Formil, das ist von Lidl. Ja, da war ich durch Zufall bei Lidl und ich brauchte eh ein Waschmittel, weil das ja von Frosch nicht mehr so gut funktioniert hat.
Und irgendwas war mit der Flasche, also sie ist außen auch ein bisschen versifft und da war dann so ein 30% weniger Bezahlen-Aufkleber drauf. Da habe ich es mir mitgenommen. Da ist noch ein bisschen was drin, das werde ich auf jeden Fall nochmal benutzen. Das lasse ich mir gleich stehen. Ich werde dann die Flasche, glaube ich, ja, auf den Kopf stellen oder wie auch immer. Oder in die. Ich habe ja einen Toplader. Vielleicht, dass ich die kopfüber dann in diese Kammer quasi reinstecke, dass das da schön reinläuft in die Kammer zum Waschen. Auf jeden Fall waren 30% weniger. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Es riecht für mich ein bisschen wie das originale Persil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine günstige Verpackung quasi davon ist. Hat mir gut gefallen. Ich gehe nur nicht so oft zu Lidl. Aber wenn ich nochmal dahin komme und das Waschmittel gibt es noch, dann würde ich mir das nachkaufen. Hat mir gut gefallen und hat auch ja, recht lange gehalten, wobei ich ja immer so bei Flüssigwaschmitteln nicht so ganz der Fan bin. Ich habe jetzt zwar noch das von Persil mit Color irgendwas auf Empfehlung von meiner lieben Sabrina mir gekauft und habe mir jetzt den weißen Riesen gekauft, weil der im Angebot war, aber diesmal Pulver, ja. Also ich kaufe jetzt da das Waschmittel, wo es halt im Angebot ist und ich teste mich da jetzt durch. Also ich habe da keine festgelegten Marken. Gut, bleiben wir gleich bei der Wäsche. Einmal leer gegangen von Lenore, der Weichspüler Sensitiv, neue Größe 33 Wäschen, 990 Milliliter, dermatologisch getestet. Ein ganz sauberer, weicher, schöner Duft. Nicht aufdringlich, mag ich. Und ja, wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, dann nehme ich halt den. Ja, aber auch da handhabe ich das so, was im Angebot ist, wird dann gekauft, außer bei Vanel. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich das nicht so ganz gerne mag. Dann sind von Denkmit die feuchten Einzwecktücher mitgekommen. Nein, die sind leer gegangen. Die steckten noch bei mir im Spind. Und dann habe ich die halt von der Arbeit mitgenommen. Jetzt habe ich die hier benutzt, um meinen Homeoffice-Arbeitsplatz sauber zu machen. Immer mal wieder drüber gewischt, ne? Über den Tisch, über die Tastatur und Maus. Und ja, sind leer gegangen. Gibt es nicht mehr. War eine Limited Edition. Gibt es aber wahrscheinlich wieder im Winter. Und dann werde ich mir die auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Fand ich gut. So. Und dann aus der Hundetasche sind leer gegangen von Babylove die Sensitiv Feuchttücher 30 Stück. Die wollte ich mal ausprobieren. Die haben mir gut gefallen. Wenn ich demnächst jetzt zu DM komme, dann werde ich mir die nochmal mitnehmen. Jo. Dann von Frosch der Grapefruit Fettentferner. Mein neuer Lieblingsküchenreiniger. Den werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ich mag den Duft und ich mag die Putzkraft, die dieses Ding hat und dass es halt gut riecht und nicht ganz so teuer ist. Und ja, immer wenn der irgendwo im Angebot ist, dann nehme ich ihn mir mit. Auch wenn der nicht im Angebot ist, dann kaufe ich mir 1,85, glaube ich, kostet der. Also der gefällt mir wirklich gut. Na, gut. So, dann kommen wir zu dem anderen Eis, ne? Von dem ich ja vorhin schon erzählt habe. Das ist meine absolute Lieblingssorte. Salted Caramel and Australian Macadamia. Oh mein Gott. Oh, für alle die auf Karamell stehen und die dieses salzige Karamell mögen, guckt euch das an. Und wenn ihr es im Angebot seht, ja, nehmt euch das mit. Das ist so lecker. Das ist so lecker. Ja, es ist schade, dass da immer nur drei Stück drin sind. Also Nui, falls ihr das Video seht, was ich nicht glaube, aber ich nehme eine Family-Packung, bitte. Weil die einfach so lecker sind. So lecker. Und ja. Ist mit Sahne hergestellt, das Teil. Und da ist so ein kleiner Koala-Bär drauf. Und ja. Also große, große, große Kaufempfehlung. So. Dann. Oh Gott, hier ist so viel Zeugs drin. Leer getrunken habe ich. Zwei davon hat Nina bekommen. Früchtetee California Dreams mit Cranberry und Granatapfelgeschmack. Mit der Golden Gate Bridge. Wunderschöne, wunderschöne Aufmachung vom Tee her. Also, ne, Packaging. Der schmeckt auch wirklich gut, nur man darf ihn nicht allzu lange ziehen lassen. Aber an sich ein super, super gutes Produkt. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn ich den ganzen anderen Tee leer getrunken habe. Dann von Alterra Naturkosmetik, die Mundspülung mit Biominze. Ich wollte die einfach ausprobieren und das hat mich nicht enttäuscht, das hat mich richtig positiv überrascht. Ich habe jetzt die von DM mit Nana-Minze, die ist genauso gut. Also je nachdem, wo ich bin, wenn ich eine Mundspülung brauche, also wo ich zuerst bin, würde ich mir die kaufen von Alterra oder auch die von DM mit Nana-Minze, also von Alverde.
Richtig, richtig gut. Ohne Alkohol, frischer Atem. Hat nicht gebrannt, fand ich gut. Nachkaufprodukt. Ja, dann sind wir wieder leer gegangen von Abteil. Meine Kieselerde-Kapseln, intensiv für Haut, Haare, Nägel. Genau, ja, ich bin mit denen sehr zufrieden. Das sage ich euch aber auch in jedem Video. Ich habe sie ja auch wieder nachgekauft. Habt ihr, glaube ich, im Haul gesehen, ne? Ja, großes, großes Kino würde ich mir auf jeden Fall nachholen. Es tut mir auch leid, so ein bisschen wegen dem Licht, aber die Sonne geht mal weg und kommt, weil hier bei uns ziemlich viele Wolken sind und der Wind ist auch recht stark, also ja. Genau. Dann leer gegangen von Nivea, die Micellenreinigungstücher mit diesem wunderschönen und niedlichen Pinguin drauf. Ich mag die nach wie vor. Ich habe sie jetzt auch noch einmal, aber ich benutze aktuell gerade die. Ich Tauschpaket mit der lieben Nina hatte mit Ananas. Also die riechen extrem nach Ananas. Also wer das mag, so fruchtig und so, holt euch ein Packen. Genau, die sind von Cadia Vera, die ich jetzt habe. Also die von Nivea finde ich genauso gut. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. So. Dann von Essence, der Strong and Clean. Nail Polish Remover, das war meine letzte Packung, den gibt es ja so nicht mehr. Sie haben ja jetzt so ein Jelly-Zeugs da reingenommen, was ich aber absolut nicht mag. Jetzt benutze ich noch die zwei, die ich von Isana stehen habe. Und wenn die dann leer sind, dann gucke ich mir mal Rival de Loup, Loves Me an, weil mir gesagt worden ist, dass der so ähnlich ist wie der von Isana, der mit Aceton, aber ich glaube, die gibt es auch ohne Aceton. Ich werde mir beide einfach mal mitnehmen und das dann mal ausprobieren. Wenn ich die nochmal irgendwo sehe, wo auch immer, und es den irgendwo dann nochmal gibt, dann kaufe ich mir den auf jeden Fall nochmal nach. Bei uns beim Kaufland war ich noch, da haben sie ihn jetzt auch raus. Leider, leider, leider. Aber ich würde ihn mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Ich finde ihn großartig. So. Dann habe ich leer getrunken von Krüger Typ Glycerista Limo mit Wassermelone und Erdbeergeschmack. Das war richtig, richtig toll. Habe ich von Nina im Tauschpaket drin gehabt. Das hat mir so gut geschmeckt. Also, das hat für mich mehr nach Wassermelone geschmeckt als nach Erdbeer und das war total erfrischend. Habe ich am Sonntag übrigens getrunken, weil ich da arbeiten musste. Und großartig. Hast du mit kaltem Wasser aufgekippt und ich habe da noch ein paar Eiswürfel reingemacht. Röhrchen rein und. Oh. Großes, großes Kino. Ich habe das nur bei uns noch gar nicht gesehen. Also Nina, verrat mir mal, wo man das kaufen kann, bitte, weil das ist echt lecker. Das ist echt lecker. Was ich nicht ganz so lecker fand, war Cool Drinks Typ Summer Shake mit Waldbeerengeschmack. Also ich habe es leer getrunken, ja, aber es war jetzt nicht mein Favorite. Den einen mit der Zuckerwatte habe ich noch. Da traue ich mich irgendwie nicht so ran, weil ich Angst habe, dass das so babsüß ist. Jens hat einen Schluck probiert. Ihm hat das sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch noch andere Sorten von, oder? Ihr könnt mir das ja mal schreiben. Habt ihr jetzt überhaupt das Ding gesehen? So, ja, könnt ihr mir ja dann nochmal schreiben. So. Von Isana Sensitiv Rasiergel mit Aloe Vera, das aus dem Standardsortiment. Würde ich mir jederzeit nachkaufen. Macht einen super Job. Ich mag momentan mehr Gel als. Schau, deswegen immer mal jetzt ein Gel. Jetzt habe ich das von Balea. Ja, mal gucken. Habe ich noch nicht angefangen, da sind nämlich erst gestern leer gegangen. So. Von meiner lieben Silke hatte ich mal von Nivea dieses Spray bekommen, Fresh Natural. Ja, hat gut gehalten, gut geschützt. Ich mochte den Duft halt frisch und sauber, ne? Und es hat auch wirklich gut geschützt. Ich mag die Nivea Deos. Die sind großartig. So, was jetzt nicht so toll war, von Isana Duschschaum Kirschblütenduft mit Mandelöl. Inspiriert von japanischen Beauty-Ritualen. Es war ergiebig, ja. Aber es war leider nicht mein Duft. Also, ich stehe ja total auf Kirschen und Kirschblüten und das finde ich ja alles ganz großartig. Aber das war einfach nicht meins. Es hat gepflegt und es war ergiebig, ja. Ich habe es reduziert gefunden, aber ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Leider nein. Aber leer. So. Unspektakulär die Isana Wattepads. 40 Stück. So, muss ich euch nichts zu sagen. Die sind großartig, seht ihr ganz oft. Dann habe ich von Balea mein Micellenreinigungswasser leer gemacht. Es ist jetzt leer.
Das ist gut, das gefällt mir genauso gut wie das von Garnier. Es brennt bei mir nicht in den Augen, nimmt gut Augen-Make-up runter. Mit wasserfestem Zeug hat es jetzt nicht großartig Probleme. Klar, es dauert ein klein wenig länger, aber es hat keine großartigen Probleme und ich habe ja ständig irgendwie Eyeliner und Mascara und so weiter drauf. Und ja, also da muss ich auch nicht rubbeln wie so eine Wilde. Also ich mag das, das sind 400 Milliliter. Ich mag auch die Verpackung irgendwie, sieht schön aus und hat mir gut gefallen und ist schon wieder nachgekauft. So, ich benutze das Ding übrigens als Augen-Make-up-Entferner, weil es einfach urlange hält. Also wann habe ich mir das letzte gekauft? Ich glaube im Dezember oder so und wir haben jetzt Mai, also ne, es hält. Es hält wirklich gut. So, dann kommen wir mal zu Duschgel. Bibi, samtig weich, nicht samtig, oh Gott, samtig weich, Soft Shower Cream mit sanftem Duft, trockene Haut. Mit meiner Haut hat es leider ganz, ganz komisch gerochen. Also, wenn es in Kombination mit meiner Haut als Duschgel. Nochmal. Wenn es als Duschgel auf meine Haut gekommen ist, hat es komisch gerochen. Lag wahrscheinlich an meinem pH-Wert von der Haut. Ich habe das dann als Badezusatz verwendet. Dafür war es okay. Aber ja, so ganz mein Duft war es jetzt auch nicht. Also, bin froh, dass es leer ist und ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich bin einfach kein Mimi-Mädchen. Ich habe noch eine Bodylotion, aber die werde ich abtreten. Nee, da werde ich mich nie mit quälen. Ich werde da von Uli die Mädels fragen, ob die die haben wollen und dann ja, können die Mädels die aufbrauchen. Also von der werde ich mich trennen. Ja. Dann, oh, da ist auch noch was drin, habe ich von Penny Today diese Cremedusche gekauft. Die habe ich als Seife umfunktioniert. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich Ewigkeiten auf der Suche nach Seife war und ich wollte jetzt auch nicht meine guten Duschgele dafür anbrechen und war dann den einen Tag im Penny und habe das gesehen. Und dann habe ich halt zwei gekauft, eins für Cindy und eins für mich. Und ich habe das dann halt als also das Duschgel als Seife verwendet. Das sind 300 Milliliter drin, sieht so aus. Den Rest werde ich nachher aufschneiden und dann noch zum Händewaschen benutzen. Ja, also Today bekommt man ja bei Penny oder auch bei der Rewe. Das hat, ich glaube, 85 Cent oder so gekostet. War ein ganz toller, fruchtiger Duft. Und wenn ich das sage, dann ist schon so ein Teil. Der Duft blieb auch tatsächlich sehr, sehr lange auf den Händen, wenn ich mich danach nicht gleich eingecremt habe. Und hat auch nicht so super jetzt ausgetrocknet, so die Hände. Würde ich mir durchaus nachkaufen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Die haben manchmal so eine Limited Editions auch, bloß dass die da nie. Oh, da ist gerade was runtergefallen. Moment. Nur, dass die da halt nie Limited Edition draufschreiben, was ich doof finde. Nee, dann denkst du, es ist im Standardsortiment. Und dann ist es gar nicht so. So. Ja, dann nehmen wir mal gleich die beiden Sachen, die aus der Tüte gepurzelt sind. Ich habe die Peel-Off-Maske von Cardia Vera leer gemacht. Die hatte ich gerade erst von Sabrina bekommen. Ich mag die sehr. Sieht gut was raus, tut nicht weh. Diese kleine Seife habe ich im Trash-Paket mit Nina gehabt. Die hat sich Jens aber gegriffen. Ich bin ja nicht so der Typ für Seifenstücke. Er hatte sich die gegriffen. Er benutzt die tatsächlich auch aktuell zum Waschen, also unter der Dusche. Ne? Jo. Und deswegen, er fand die gut. Er sagt, die hat ihm auch lange gereicht und hat gut gerochen. Ja, riecht halt sauber wie so eine Seife, ne? Ich weiß gar nicht, von welcher Firma war die denn? Serum Natura, the Soap. Ja, 20 Gramm. Irgendwas organisches Bio-Zeugs, ja. Schöne Aufmachung, ja. Aber wie gesagt, er hat sich das halt genommen und hat die jetzt aufgebraucht, genau. Er hat ein bisschen mehr aufgebraucht im Mai. Auch ein Duschgel bei Lea Mann. Mit mir bist du on time für Sommer, Sonne, Sonnenschein. Es hieß früher mal Wake Up Call oder Wake Up oder so. Vegan 300 Milliliter hat er von Cindy bekommen im Weihnachtspaket. Ja, riecht erfrischend. Ich würde damit auch duschen gehen. Also ist jetzt nicht irgendwie typisch männlich, finde ich. Ich finde das einfach sehr erfrischend. Ein bisschen zitrisch. Ja, so leicht grünlich. Ja, hat ihm gefallen. Er erbt ab und zu jetzt mal so Duschgele, die mir nicht so ganz passen vom Duft her. Und ja,
Fand er aber gut. Hat er gesagt, würde er auch nachkaufen. Ja, was er sich auch wieder nachkaufen würde, was aber aktuell nicht gegeben hat, von Nivea Protect and Care 0% Aluminium, sein Deo-Roller. Von Man, er hat sich jetzt einen anderen, irgendwas Fresh Active, glaube ich, heißt es. Den mag er auch ganz gerne. Ja, er kauft sich immer das, worauf er dann auch gerade Bock hat oder was dann auch gerade da ist, ne? So. Achso, wir haben noch von Finish zum Maschinenpfleger mal wieder leer gemacht. Ja, ganz schnell. Eine kleine Zahnpasta von Sensodyne Pro Schmelz. Stärkt und härtet den Zahnschmelz. Ja, da mochte ich den Geschmack leider nicht. Ja, an sich war es eine gute Zahnpasta, aber ich mochte einfach den Geschmack nicht. Das lag aber an mir. So, hat da jemand mal noch was leer gemacht? Nicht, dass ich es jetzt doch da. Wir machen jetzt gleich die ganzen Masken und den ganzen Kram. Und dann sind wir auch nachher schon fast durch. Jens hat gebadet mit Kneipp Badeessenz Meer erleben. Das hat er für zweimal benutzt. Das ist so leicht grünlich. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Riecht so ein bisschen wie unsere Ostsee hier oben, wenn man am alten Strom steht in Warnemünde. Ja. Er hat gesagt, das würde er sich auch in groß kaufen, aber er liebt halt genauso auch von Kneipp seine Männersache, ne? Also ich glaube, das heißt jetzt Startklar oder so. Und ja, würde er sich aber auch kaufen. Und er mag auch das von Dresdner Essenz. Da gibt es auch so eine Männergeschichte. Findet er auch gut. Irgendwas hat er doch noch. Ach ja. Und von Sarah hat er mal bekommen von Kneipp Badekristalle Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz. Das liebt er auch sehr. Ja, hat er sich gefreut, dass er noch eins hatte. Das Badewasser verfärbt sich so leicht lila, violett halt, und das riecht halt sehr entspannend, ne? Ich mag den Duft auch. Genau. So. Dann habe ich einmal diese Limited Edition Iced Tea Peach leer gemacht von Balea. Die hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also muss ich sagen, sie hat mich nicht vom Hocker gehauen. Aber sie roch halt gut. Ja, ich mache mit meinen Mädels aus der WhatsApp-Gruppe, machen wir immer mittwochs und sonntags einen Maskenball. Das heißt, wir schicken uns halt Fotos von den Masken, die wir halt zu Hause haben. Und die Mädels wählen dann halt aus, welche Maske man macht. Und ja, bei mir hatten sie sich jetzt zum Beispiel für die entschieden. Ja, und deswegen habe ich die dann gemacht. Also mich hat sie nicht vom Hocker gerissen. Ich würde mir da jetzt auch nicht unbedingt noch ein Backup von kaufen. Die habe ich gemacht ohne die Mädels, weil ab und zu mache ich halt dreimal die Woche eine Maske. Und deshalb gab es dann von Chebens die Blueberry Sorbet Maske. Die wollte ich unbedingt ausprobieren. Die hat mir gut gefallen. Ich sah ein bisschen aus wie Schlumpfine. Obwohl es Blueberry Duft ist und ich da ja eigentlich gar nicht drauf stehe, hat mir das gefallen. Und dann wird das immer schon was heißen, wenn ich sage, so fruchtige, bärige Düfte sind super. Ja. Ich weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich aus dem Sortiment gegangen, wird es so nicht mehr geben, aber gefallen hat es mir. Vielen lieben Dank nochmal, Nina, dass ich eine ausprobieren durfte. Dann habe ich von Merz Spezial die Entspannungsmaske Deluxe leer gemacht. Ja. Das war das erste, glaube ich, mit den Mädels, ne? Das erste Maskenprojekt, was wir... Also wir haben jetzt dieses Projekt halt seit letzten Sonntag am Start. Genau, seit letztem Sonntag haben wir die am Start. Und ja, ist super. Oder letzten Mittwoch? Nee, seit letzten Mittwoch haben wir die am Start. Genau, gestern war Mittwoch. Wir waren jetzt eine Woche dabei. Und das war die erste, die ich machen durfte. Ja, die hat mir gut gefallen. Hat gut gerochen. Sehr pudrig. Ja, hab noch eine. Habe ich von meiner lieben Nadine. Dann habe ich benutzt von Body and Soul die Red Berry Spa Pleasure mit Granatapfel und Cranberry. Die habe ich von meiner lieben Sabrina bekommen zum Geburtstag. Großartig. Ich habe noch zwei Anwendungen davon. Finde ich gut. Die finde ich auch gut von The Beauty Mask Company mit Kokoswasser und Kaktus. Das ist eine Tuchmaske, schön durchfeuchtet, hat gut Feuchtigkeit gespendet und ich liebe diese Masken. Die hat mich dagegen sehr, sehr enttäuscht. Die ist auch von The Beauty Mask Company, das ist die schwarze. Die sollte gegen Mitesser und sowas alles sein und wenn man halt so Pickelchen und so hat. Ich fand die vom Duft nicht gut, die saß nicht gut, die war recht klein. Und hat irgendwie danach
mehr Pickel gemacht, als dass sie sie reduziert hat. Und das fand ich nicht gut. Und deswegen würde ich mir die schwarze nicht nachkaufen. Die habe ich mit euch in einem Video gemacht. Ich kann, wenn ich das nicht vergesse, das Video hier gerne einmal oben verlinken. Genau. Da werde ich auf jeden Fall nochmal losgehen und nach welchen gucken. Und Sabrina, wenn ich welche bekomme, dann schicke ich dir auf jeden Fall auch welche. Das hatte ich dir ja gesagt. Von Balea die Tuchmaske mit Aktivkohle-Vlies. Unrein und unbeschaut. Großartig. Liebe ich. Dann habe ich diese Under Eye Pads leer gemacht. Einmal die grünen von Action und einmal die goldenen von Wish. Von denen von Wish habe ich jetzt noch einpacken. Und dann habe ich noch eine Maske, eine richtige Augenmaske. Die ist von Essence aus der Would You Love Me LE. Das ist schon Ewigkeiten her. Die werde ich mit euch in einem Video machen. Dann habe ich noch eine andere von Action, also einen Under Eye Ding. Ich mag die beide und finde die gut. Ja. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber ich will momentan nicht zu Action, weil einfach, ja, lohnt nicht. Und die habe ich gestern gemacht. Selfie Protect aufhellende Peel-Off-Maske. Hashtag Shine Like a Pearl. Hashtag Glättet die Haut. Hashtag Strahlender Tank. Hashtag Selfie Look. Man sieht hier noch so ein bisschen, also die hat wirklich geglitzert. Hier steht drauf mit Perlenextrakt und Pink Pomelo. Hat leider überhaupt nicht nach Pomelo gerochen. Schade. Und ich habe heute Morgen noch geglitzert. Obwohl ich mir gestern, nachdem die Maske, die hat ein bisschen geziebt, ja. Also sie hat auch was rausgezogen und hat auch nicht lange gebraucht zum Antrocknen. Das ging recht fix. Aber sie hat halt noch gehaftet, obwohl ich sie gut abnehmen konnte. Und ich habe heute Morgen immer noch ein Glitzersternchen gehabt. Also so eine Paillette hier quasi. Ja, war nett. War nett, Sarah, aber nicht nochmal notwendig. So. Dann habe ich von Balea das Duschsalzpeeling Salty Coco aufgebraucht. Hatte ich auch von Sabrina, habe ich mir umgeschüttet. Finde ich gut. Riecht gut, hat eine gute Peeling-Wirkung. Ich mag das. Ich mag das, wenn es so ein bisschen gröber ist. Ja. Von Shavens Vitamin C Power Konzentrat. Da benutze ich ja alle 2 Tage eine. Ich habe jetzt die von Balea halt wieder da, wo ich die nicht gefunden habe. Würde ich mir aber auf jeden Fall nachkaufen. Ich mag das. Das habt ihr im Haul gesehen. Einmal habe ich schon aufgebraucht von TTZ. Mein Panda-Schaumbad mit Orange. Und ganz ehrlich, Leute, die Aufmachung ist doch drollig. Oder? Jetzt mal ohne Witz. Ja, hat super geschäumt, hat gut gerochen, hat mir gut gefallen. Ich freue mich, dass ich noch eins habe. Genau. Dann von Aveo Paradiestraum Badekristalle mit Granatapfel. Auch die liebe ich, war mein letztes Exemplar. Aber ich kann das nicht alles Ewigkeiten aufheben. Deshalb ja, versuche ich jetzt Sachen aufzubrauchen. Und von Douglas eine Fizzy Bubble Bath Tablette mit Cotton Candy. War gut. Hat schön gesprudelt. Hat das Badewasser so ein bisschen milchig gemacht. Hat gut geduftet. Hat lange geduftet. Ja, der Sprudeleffekt war jetzt nicht so mega lang, aber ich habe noch eine. Freue ich mich. So, dann, ja, Alverde, eine Handvoll Sonnenschein, das Duschgel, hat gut gerochen, hat gut geschäumt über den Duschpuffel, hat mega lange gehalten, auch wenn da nicht so viel drin war, hat mir gut gefallen, auch wenn es sehr fruchtig war mit Maracuja, aber fand ich gut. Das Shampoo war der letzte Husten. Das hat nicht aufgeschäumt. Es ließ sich ganz, ganz schwer aus den Haaren waschen. Ich habe das 2-3 Mal probiert und beim 4. Mal hatte ich die Faxen dicke und habe das dann einfach als Duschgel zweckentfremdet. Ja, also als Duschgel hat es einen super Job gemacht. Als Shampoo war es für mich total der Flop. Ja, ist auch, ich habe keins mehr davon. Ich bin da jetzt auch froh drüber. Kein Nachkaufprodukt. So, ihr Lieben, und dann haben wir noch eine Haarmaske und dann noch ein bisschen dekorative Kosmetik und ja, auch schon wieder 30 Minuten dabei. Ja, ich erzähle halt so viel. Von Swiss Opal eine Haarkur Kaschmir für 2 Minuten. Ich denke, jetzt könnt ihr das gut sehen. So. Habe ich von Uli bekommen. Habe ich mir in so einem Töpfchen umgefüllt, weil eine
Anwendung ist mir einfach zu viel. Habe ich 3 rausgekriegt für meine Haare, für die Längen. Hat gut geduftet, aber hat jetzt nichts Weltbewegendes mit meinem Haar angestellt. Ich persönlich würde die mir also nicht nachkaufen. So, dann habe ich von Catrice, das kann man schon nicht mehr lesen, das ist ein Primer, das war dieser Illuminating Pudding Primer, der wirklich auch war wie so ein Pudding. Der hat mega gut gerochen, so nach Erdbeeren. So ein künstlicher Duft, aber guter Duft nach Erdbeeren. Ich mochte das, was der mit meiner Haut gemacht hat. Das war einfach sehr... Der hat die quasi aufgepolstert und hat so mich strahlen lassen. Ich brauchte nicht unbedingt noch ein Make-up. Und jetzt ja halt auch im Homeoffice ist es einfach so, das habe ich, glaube ich, auch in einem Video gesagt. Ich muss mich immer ein wenig zurecht machen, weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich das hier nicht so für die Arbeit halt ernst nehme. Ne? Deswegen mache ich mich immer zurecht, also jetzt hier nicht Full-Face-Make-up, aber so ein bisschen, dass man ja sich so ein bisschen wohler fühlt in der Haut, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich glaube, ich wisst, auf was ich hinaus will. Weil 5-6 Wochen im Homeoffice, man verfällt hier irgendwann und denkt sich, ach komm, kannst auch mit Jogger sitzen. Also das habe ich die erste Zeit gemacht, aber ich habe einfach festgestellt, für mich, das ist nichts. Und deshalb, ja, ziehe ich mir jetzt immer was Vernünftiges an. Vernünftig, also ne, keine Jogger, kein zerrissenes T-Shirt, sondern so ein bisschen, wir haben zwar zum Glück kein Videochat, also wenn mich hier manchmal einer mit den Haaren sehen würde, ne, weil ich die ja jetzt auch quasi durchfetten lassen kann, ohne dass mich hier einer sieht. Und ich habe meistens so ein Messy-Tut halt und wirklich nur, wenn ich weg will, dass ich dann halt die Haare vernünftig mache oder wenn ich ein Video für euch drehe. Na, ansonsten halt wirklich so messy tut und dann hängen da die Haare auf die Tour. Aber zumindest, dass ja, so ein bisschen das Gesicht gemacht ist. Ne? Und dass die Nägel gemacht sind und so weiter und so fort. Auf jeden Fall zurück zu diesem Pudding Primer. Ich fand den großartig. Hatte ich irgendwann mal von meiner Sabrina, ich glaube, im ersten Paket. Und großartig, großartig. Ich werde die Verpackung auch aufheben, weil man da gut was umfüllen kann. Gerade so die Cremes, die ich jetzt halt die anfangen will. Wie heißt denn das? Diese ganzen Trübchen und so. Fand ich gut. So, dann habe ich einen Flüssig-Highlighter leer gemacht, weil ich den für alles benutzt habe. Ich habe den unter die Foundation gemischt, weil für mich als Highlighter war der einfach nicht so wirklich was. Ich habe die dann unter die Foundation gemischt oder ich habe den über den Lidschatten drüber gegeben, um einfach so ein bisschen Glow-Effekt zu haben. Ich rede von dem hier, das ist von der Midnight Masquerade LE Liquid Skin Illuminator. Also das ist schon so ein Highlighter und ja, auf Gesicht und Körper. Also ja, er ist jetzt leer, ich bin froh drüber. Er hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen. Die Aufmachung war schön, aber ja, das war es dann auch. Und ich habe 2 Concealer geleert. Wie gesagt, ich benutze aktuell keine Foundation, sondern mehr Concealer. Einmal ist leer gegangen die Camouflage und Concealer Waterproof Tattoo Covering von Essence in der 10 Light Rose. Großartig. Die war so ein bisschen matt. Könnte ich mir durchaus vorstellen, nachzukommen. Ich habe jetzt die andere, die so ein Glow-Touch irgendwie mit drin hat. Die finde ich ein klein wenig besser. Aber je nachdem, was ich bekomme, würde ich mir die nachkaufen. Und noch einen Concealer leer gemacht von Cien. Das war aber ein Cover-Stick, also sowas Festeres. Das habe ich zum Beispiel benutzt, wenn ich halt hier so richtig dolle Pickel hatte, um die halt abzudecken. Ich habe den aber auch als Eyeshadow-Base zweckentfremdet, weil er hatte nicht so ganz meine Farbe. Und ich habe auch ab und zu ihn benutzt, um die Lippen halt so abzu, ja, erstmal so nudig zu machen und dann halt nur mit dem Lip Liner rüber und dann den Lippenstift. Das hat irgendwie für mich besser gehalten. Naja, auf jeden Fall, er ist jetzt auch leer. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. Hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Genau, ihr Lieben, das war der Müll quasi für Mai, der erste Teil. Ich werde jetzt noch die nächsten 15 Tage sammeln. Ich habe mir das jetzt gerade überlegt. Und dann kriegt ihr noch einen zweiten Teil vom Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, das freut euch. Und ja, dann, ihr Lieben, sage ich euch vielen Dank fürs Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.